Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Yeah, und dem Sweeney Man. Was geht da? Hallo. Und heute haben wir was aus dem Roommate Project. Wir hatten da schon mal jemanden da, der steil ging, nämlich Chakra Khan. Und diesmal haben wir Miriam Ecker, Every Summertime, See You on Wednesday, ein Nicki Cover, Live Session. Every summertime. Let's go. Let's go. Ja, nice. Schön, sehr schön. Erster Eindruck ist auf jeden Fall wieder sehr smooth. Wir hatten ja schon das Projekt mal gehabt mit dem Chakra Khan, das war auch sehr smooth. Das heißt sozusagen, anscheinend spielen die Jungs und dann kommen neue Künstler an den Start. Ich überlege gerade, ob der Pianist der gleiche ist. Da muss ich nochmal reinschauen in unsere alte Folge. Ja. Könnte sein, dann ist er nämlich vielleicht von dem Roommate Project. Auf jeden Fall ein schönes Ensemble hier. Wir haben hier schön, ich gehe mal von aus, E-Gitarre, Bassgitarre, Piano dazu und natürlich eine schöne Stimme hier. Aber sehr, sehr soulig alles, ne? Sehr entspannt gehalten. Gefällt mir sehr gut. You say, baby, I think we're moving too fast. And I swear the magnolias flashed a smile, flashed a smile. And that's why. Yes. The flashed a smile. Schöne saubere Stimme auch, ne? Ja. Schön klar, schön sauber, schön soulig. Auch wieder gut abgestimmt musikalisch, ein sehr, sehr schönes Klangbild auf jeden Fall. Ich mag den Swing auch. Ne? Ja, so, auf jeden Fall. Treibt an, aber doch auf eine ganz ruhige Art und Weise. Sowas gefällt mir immer auch sehr, sehr gut. Durchaus. Na, trotz, nicht zu penetrant, nicht zu aufmüpfig, nicht zu... Ja, kann man auch zu vielen Gelegenheiten hören. Also egal, ob jetzt abends ganz entspannt, ob man auf einer schönen Location ist oder ob man jetzt irgendwo nett sitzt und einen Drink nimmt und dabei so eine Musik läuft. Also ist auf jeden Fall für viele Gelegenheiten sehr, sehr gut und auch so einfach schön, sich auch live zu geben. Ne? Ja. Es gibt ja manche Stücke, die auch immer so Feeling repräsentieren, ne? Und ja. Dieses smooth Sommergefühl wird hier auf jeden Fall bei mir transportiert. Ja, es hat doch so ein bisschen was Romantisches natürlich, ne? Dieses so See You on Wednesday, das ist so ein bisschen verträumt auch, so man freut sich auch auf eine Sache, diese Vorfreude so ein bisschen. Ja. Ne? So, wird ja auch sehr, ich sag mal, dieses Thema hier bedient. Ich find auch sehr gut wieder den Klang abgemischt, also gefällt mir generell bei dem Project sehr gut. Ja. Hat mir auch bei Chakra sehr gut gefallen. Der Sound. Ja, auch man merkt zum Beispiel mit der Bassgitarre sehr schön im Hintergrund und dann auch die geschwungenen. Ja. Okay, brauchen wir jetzt nicht zurückmachen, weil ich die Stelle jetzt nicht genau finden werde, ich jetzt schon zu weit zurück. Ja. Aber wo er die Gitarrenriffs so schön durchgeschwungen hat, ne, auch ganz, ganz sauber, schön mit der Stimme abgemischt. Ne, nicht zu laut die Stimme, nicht zu leise, also wirklich... Ganz großes Kompliment hier mal einfach. Sahnig, ja. 25
shirts. Let out about everyone, we're hating that work. Dinner with your sister and the jokes kinda hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh. Ich muss ja jetzt sagen, ich kenne das Original nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr smooth. Das ist, klingt irgendwie bekannt. Ich ja. Weiß jetzt gar nicht, kann mich auch bewusst nicht dran erinnern. Aber ist doch so ein Song, den man glaube ich, auch bestimmt oft auch sehr beiläufig einfach früher mal gehört hat und jetzt gar nicht so drauf geachtet, ein bisschen mitgeschwungen ist. Oh, ein ganz nicer Song und so. Ja. Aber sehr, sehr schön. Sie auch sehr charmant hier, finde ich. Durchaus. Nur gar nicht groß am Gestikulieren, konzentriert sich direkt auf die Stimme. Ich finde, sie sieht ein bisschen wie ein Mannequin aus. So. Mannequin. Mannequin. So. Sage ich jetzt nichts weiter zu, so. Auf so auf Fall. So einem Barhocker sitzend, so weißt du. Ach einfach so, meinst du so dieses. Singend, so weißt du so. Man chillt sozusagen. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ne? Ja, kann man schon so sehen. Ist natürlich aber auch schwer, wenn du jetzt mit der Stimme in die Vollen gehen möchtest. Wenn du jetzt im Sitzen singst, oder ja, im Sitzen. Aber sie macht ja einen auch entspannt so. Ja, definitiv. Kommt auch gut rüber. Ja. Alles sehr, sehr passend. Einfach generell im Gesamten. Und das merkt man auch im Klangbild wieder. Ja. Das hört man halt, sind das halt Feeling von jedem so, Einzelnen. Ne? Ja. Schön. Ja. Schön in die Höhen nochmal gegangen. Und auch da, ganz sauber, kein bisschen Bruch irgendwie im Klang. Also sowas schon auch live zu performen, ist definitiv Weltklasse. Ja. So. Nice. Nice Mode. Ja. Ist auf jeden Fall auch sehr cremig. Auch mit diesem Gelb-Look. Ja, es hat so ein bisschen klassische Rhetorik, so, ne? Vom Bild her. Also bei älteren Filmen und so hast du ja auch so ein bisschen diese Farbgebung. Ne? Ja. Wir reden jetzt nicht von Schwarz-Weiß, sondern wenn es dann schon langsam Richtung Farbe geht, aber noch nicht komplett kolorisiert ist. Ja, das ist aber auch schon orange kolorisiert, nachkolorisiert, würde ich sagen. Ja, ne, mit diesem Filter vielleicht. Mhm. Das hat man heutzutage auf den Handys ja auch. Das ist 70er Jahre, 80er Jahre Filter, wie auch immer. Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Das ist der Summerfilter hier. Genau, also der Summerfilter, schön. Aber ich finde es auch vom Kamera, von der Bildkomposition der Kamera. Also schön natürlich sie vorne im Fokus, alles hinten so ein bisschen im Blur gehalten. Verschwommen, ja. Ne, genau. Und es wechselt auch immer mal so ein bisschen. Ja. Ne, wer ist so mit zum Nachhinein, wenn man doch mal nochmal ganz kurz. Eine statische Kamera und einen Kameramann. Na, manchmal hat man halt eben alle zusammen richtig gut im Bild. Mhm. Und siehst du auch schön die Finger hinten von den Gitarristen. Den Pianist sieht man leider nicht ganz so gut, fingermäßig. Der bedient noch den Rechner. Ja, ich gehe mal auch davon aus, die Drums werden wahrscheinlich dann vom Rechner kommen. Mhm. Aber sehr, sehr sauber, also sehr, sehr schön. Ja. Solide. Warte mal kurz vielleicht zurück. So, da hatten wir gerade ihren, wie sie stimmmäßig so schön hochgegangen ist, dass wir da nochmal einen Fokus kurz drauflegen.
hier. Groove gewechselt nochmal. Thank you. Bravo. Thank you. Sehr, sehr schön. Definitiv. Ja, schöne, schöne gediegene Sache. Braucht man gar nicht irgendwie groß noch was zu sagen. Spricht sehr für sich. Oh. Sauberes Klangbild, saubere Performance, sehr charmant, sehr sympathisch. Gefällt mir sehr Runde gut. Runde Session auf jeden Fall, ja. Definitiv. Zuschauerempfehlung, oder? Ja, das war, glaube ich, bei dem Chakra Khan Video auch mit einer Empfehlung. Dann vielen, vielen lieben Dank. Grüße gehen raus natürlich. Auch an alle anderen Zuschauer. Ganz genau. Und ja, wie immer, einschalten, liken, weiterverteilen. Hittet die Glocke, damit ihr keine Sendung verpasst. Und natürlich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt meine Beats aus. Der Link ist unten in der Beschreibung. Checkt meine Piano-Sachen aus unter Patrick Piano Skills. Checkt auch die neuen Klangbild-Battle-Folgen aus. Für die, die Lust haben, wie es aussieht, wenn sich die Leute ein bisschen mit Klangbildern battlen. Da ist jede Musikrichtung vertreten. Dem einen gefällt es mehr, dem anderen vielleicht weniger. Aber checkt es auf jeden Fall mal aus, Leute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.